Das war der Fressesprecher der Linkspartei, jetzt bei Stuckrad Barre, Dietmar Bartsch. Wir werden zusammen Zähne putzen, Rebecca bezirzen und an die russischen Freunde YMCA. Vielleicht. Sie waren doch dabei. Guten Abend. Fünfte Sendung in dieser Woche. Und jetzt wirklich nur noch zweimal schlafen, dann ist die Bundestagswahl endlich. Und die Stimmung im Land ist sehr, sehr sensibel. Man kann gar nicht oft genug fragen, sekündlich muss man fragen, wie ist die politische Stimmung? Und das haben wir auch kurz vor der Sendung hier im Saal getan. Wie würde dieses Publikum abstimmen, wenn schon heute Sonntag wäre und übermorgen? Ist es ja auch soweit. Wir schauen mal auf das Ergebnis. Die Stimmung hier im Saal ist wow. Da hat wohl jemand Freunde mitgebracht. Also, FDP draußen, SPD, Ding, aber stärkste Partei hier in diesem Publikum. Mein Gast hat eventuell ein paar Freunde mitgebracht. Ist die Linkspartei. Das ist nicht ganz Bundestrend, aber drittstärkste Partei ist drin, seit die Grünen ein bisschen schwächeln, denn die Revolution fickt ihre Kinder, wie wir jetzt wissen. Und da bröckelt es ein bisschen. Die Linkspartei. Bitte mal die Augen schließen und uns beschreiben, was du da siehst. Sehe ich Gregor Gysi an erster Stelle und Oskar Lafontaine. Gut, dann ist auch nicht mehr viel Platz. Nee. Noch was? Ich sehe momentan nur Gregor Gysi. Aha. Das ist da drüben die Reformer. Oder so, ich verstehe das immer, bei den Linken gibt es immer so viele gegeneinander alle. Aber ihr seht Gregor Gysi und Oskar Lafontaine. Ich sehe noch einen anderen. Und das ist einer der angenehmeren in dieser Partei. Einer der vernünftigen, der berühmten Pragmatiker in der Linkspartei. Und auch deshalb ist er in der eigenen Partei weniger beliebt als bei den anderen Parteien. Dort hat er sehr viele Freunde. Zum Beispiel Dirk Niebel oder sogar die Bundeskanzlerin, mit der er sich vor Talkshows gerne auf Russisch unterhält. Das können die beiden. Und vielleicht am Ende dieses Abends zähle auch ich zu seinen Freunden, denn ich habe keine Freunde. Und naja, und es ist wunderbar, dass er den ganzen weiten Weg aus Schwerin auf einem Freundschaftsbändchen zu uns balanciert ist. Hier kommt Dietmar Bartsch. Hallo Herr Bartsch, freue mich, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Ein paar schnelle Fragen entstehen. Stellen Sie sich mir gegenüber. Schön, dass Sie da sind. Ist der Typ vom Verfassungsschutz, der Sie überwacht, heute Abend eigentlich auch im Publikum? Weiß ich nicht, muss ich gucken. Schaut mal. Ja, es ist möglich. Ne? Ich hoffe, dass es nicht nur einer ist, das wäre ja peinlich. Sie sagen, ich kann mit Stolz sagen, dass ich keiner von den Hässlichen im Bundestag bin. Herr Bartsch, jetzt mal unter uns. Wer hat denn im Gegensatz zu Ihnen so eine richtige Hackfresse? Also, nee, das mache ich ganz leise, aber ich glaube, ich habe ein Mikro dran. Nee, ins Ohr. Nee, das wäre ja zu gemein. Das wäre zu gemein. Fällt Ihnen keiner ein? Doch, viele, aber die nenne ich nicht. In welcher Partei sind die hässlichsten? Ach nee, ich glaube, das ist durchschnittlich. Also überall sind gleich verteilt, würde ich sagen. Aber das ist ja vor allen Dingen Geschmackssache. Schauen Sie, der eine findet den und die. Ein Glück, dass es Geschmackssache ist. Woran merken Sie besonders schmerzlich, dass Lothar Bisky nicht mehr da ist? Ach nee, das ist wirklich ein schmerzlicher Punkt, weil wir hatten ja gerade am letzten Sonnabend die Gedenkstunde und Lothar Bisky war ja für mich wirklich ein Freund, ein Berater, Wegbegleiter. Er war einfach ein ganz feiner Mensch und ja, er fehlt mir schlicht, weil wir hatten uns verabredet, direkt nach der Wahl mal zu reden. Ein richtig toller Mensch ist er gewesen und er fehlt, glaube ich, nicht nur mir. Er hat viele geprägt, mich auch ein Stück. Sie schreiben auf Ihren Plakaten, Teilen macht Spaß.
Darf ich dann jetzt mal Ihre Brille tragen? Gern. Ja? Bitte. Ein Ding. Teilen macht schwindlig, aber macht Spaß. In einem Wort und auf Russisch, Ihr Syrien-Appell an Wladimir Putin. An Wladimir Putin? Ich glaube, der in einem Wort und... Einem Satz. Ich glaube, dass der Putin in dieser Frage alles richtig gemacht hat. Das war Russisch? Nee, das Russisch. War... Auf Russisch. On rabotal pravilno. Sehr gut. Stimmt es... Stimmt es, dass Sie das Angebot hatten, der neue Militärmann zu werden? Ja, wieso? An die Linke als Kümmerpartei. Wenn ein Sechstel der deutschen Männer, also rund 7 Millionen, mit Sarah Wagenknecht in die Kiste wollen, wie könnte man das rein logistisch lösen? Also, ein Sechstel? Heute in der Zeitung. Ja, ich hätte gedacht, dass es mehr sind, aber das ist ja eine Frage, die ich nicht lösen muss. Und ja, das ist doch nichts Schlechtes, wenn Frauen und Männer in der Politik auch gut aussehen. Aber ich glaube nicht, dass sich Sarah Wagenknecht über ihr Aussehen definiert. Diese Brille versetzt einen in einen Zustand von 6 Promille. Das ist unglaublich. Wollen wir uns setzen? Ja, aber ich meine, ich finde das auch ohne Brille. Dietmar Bartsch, toll, dass er da ist. Ich freue mich, dass Sie mal wieder da sind, Herr Barth. Bevor wir ganz streng inhaltlich werden, Herr Bartsch, ja. Erstmal zu den Äußerlichkeiten. Es sind strapaziöse Tage jetzt. Das stimmt. Die letzten Wahlkampftage. Sie haben sicher hunderte Veranstaltungen diese Woche. Wie viele sind es? Also das sind ja ganz viele Gespräche mit den Bürgern. Ich habe Aber so richtig heute Termine ungefähr? Die sind nacheinander weg im Stundenrhythmus. Geht los, 5 Uhr Pendlerfrühstück in Schwerin. Das ist eine schöne Maßnahme. Morgens um 5. Und da fahre ich noch ein paar Meter hin von meinem derzeitigen Standort. Das ist schon ein bisschen anstrengend. Und dann bin ich auch relativ anstrengend heute in dem schönen Örtchen Lübten gewesen. Das ist, ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt. In meinem Wahlkreis kandidiert ja blöderweise der Pasteurs und der wohnt da. Und da muss man natürlich dann auch Flagge. Genau, muss man da Flagge zeigen. Da muss man mal hin. Und naja, ansonsten kenne ich jetzt, glaube ich, das Angebot vor Nettomärkten, vor Sky-Märkten und so weiter. Also das ist richtig mit den Menschen im Gespräch. Und die wundern sich immer, was machen Sie denn hier? Weil ich es im Moment so ein bisschen nachfühlen kann, weil ich jetzt 5 Sendungen in dieser Woche habe und so ein bisschen dachte, das ist schon Termindruck, aber 5 Termine die Woche, da können Sie nur drüber lachen. Ne? Das ist allerdings Und ich frage mich, wie Sie das machen, dass Sie immer noch wie das blühende Leben aussehen. So frisch, schauen Sie mal, wie fertig ich aussehe. Ist jetzt ein bisschen überschminkt, aber ich habe zum Beispiel hier im Auge, da ist eine Ader geplatzt vor Stress. Mit Herrn Lucke, sehen Sie das? Mit Herrn Lucke? Ja. Haben Sie sich angelegt? Zu Recht. Ja, also irgendwie schaue ich nicht mehr so frisch aus wie Sie. Echt? Und Sie sind ja einer der wenigen Politiker, die frei heraus auch sagen, jawohl, ich sehe gut aus. Da gibt es ein legendäres Zitat von Ihnen. Meine Zähne sind sehr schön, stark und weiß und sprechen durchaus für mich. Hm. Sie gesagt. Ja. Und das stimmt auch. Meine Zähne sind lang nicht so gut. Oh, geht doch. Schreiben Sie mal das Geheimnis Ihrer guten Zähne. Da müssen Sie, das ist ja vor allen Dingen Erbgut. Also das haben ja im Wesentlichen, habe ich das ja meinen Eltern zu verdanken. Und dass sie mich in früher Kindheit dazu gebracht haben, dass ich mir die Zähne putze. Aber es ist aber auch die Pflege, ne? Das ist also die gute Ernährung auf dem Lande. Ich komme ja vom Land. Aber Sie rauchen doch zum Beispiel auch so viel, ich ne? Ich rauche nicht mehr. Nein! Ja, das ist auch ein Grund vielleicht. Aha. Ich rauche nicht mehr. Ich habe hier so Tabletten, mit denen man den Zahnbelag nachweisen kann, wenn man die zerkaut. Da wird der lila, ja? Mhm. Wird so blau. Ja. Nee, danke, nein. Nein? Nein. Ich zeig Ihnen das mal. Wir kommen direkt aus dem Wahlkampf, wie Sie wissen, und da kann das schon sein. Also, ich putze erst danach, wenn ich mich ins... Einfach, um es mal zu demonstrieren. Mhm. Muss zerkauen, dann wird es angeblich blau. Das ist ein bisschen eklig. Ja. Leicht blau. Das Blaue ist Velag. Ja. Zeigen Sie noch mal Ihr Gewiss. Herr Bartsch, weil Sie die Zahnputzfee der Linkspartei sind,
bitte ich Sie, dass Sie mich da ein bisschen einweisen und mir ein bisschen zeigen, wie man die Zähne richtig pflegt, dass ich auch so ein tolles Gebiss habe wie Sie. Das Gebiss hat ja nichts mit der Zahnpflege zu tun, ist ja sehr schön. Wir haben hier alles, was man braucht. Putzen Sie elektrisch oder mit so einer? Also eigentlich elektrisch, aber wenn ich unterwegs bin, habe ich nicht immer eine elektrische mit und dann nehme ich auch so eine andere manchmal. Ja? Ja, das konnte ich sowohl als auch. Nehmen Sie sich eine? Ich soll mir eine nehmen. Ja, mir das einfach mal zeigen. Denn Sie haben nicht mal eine rote, das ist schon mal problematisch. Oh, ist doch egal. Ich kann ein bisschen feministisch violett nehmen. Also, Olila. Putzen, da ist es ganz wichtig, dass man nicht zu doll aufdrückt und die kreisenden Bewegungen. Da hat man diese Sanduhr, 3 Minuten oder wie lange putzen Sie mit diesem Hammer? Ich mache ohne Sanduhr. Ohne Sanduhr? Ja. Da geht's schon mal los. Ja. Und jetzt soll ich echt, machen Sie mit auch? Klar. Das ist so eine gute Maßnahme, okay? Also, wie oft putzen Sie die Zähne? 3-mal am Tag? Je nachdem, 2-mal. Ne? 2-mal ja. Eher. Okay. Realistisch ist 2-mal. Also, jetzt kreisende Bewegungen. So? Mhm. Von oben vom Zahnfleisch kommt. Richtig. Da ist nämlich mein Zahnfleisch auf dem Rückzug. Hier, schauen Sie mal, zu doll gepulst. Sehen Sie? Ja, ja. Deswegen elektrisch eigentlich. Ja, kreisen. Und dann hinten. Haben Sie da hinten noch SED-Gold drin? Mhm. Ah. Ja. Ja, irgendwo muss es ja geblieben sein. Weg. Die haben noch so Amalgamfüllungen. Mhm. Sie auch? Mhm. Hattet ihr das da? Ja, wir hatten zwar nichts, nicht mal Hunger, aber Amalgam schon. Amalgam hat man immer, ne? Auch im Leitungswasser zum Teil da, ne? Aber es hält. Und jetzt kommt die Königsdisziplin. Man geht, wie oft gehen Sie zum Beispiel mit diesem Hammergebiss zur Prophylaxe? Einmal im Jahr. Man soll 2-mal, ich gehe aber auch nur 1-mal im Jahr. Und dann ist ja immer das Tolle, die Frau in der Prophylaxe sagt ja immer, Zahnseide. Ja, nämlich nie. Sie müssen an die Zahnseide. Hab ich, nämlich nie? Nein. Ich sage dann immer, ja, geben Sie es halt mit. Sie will es einem auch immer dann verkaufen und so. Und dann mache ich einmal im Jahr Zahnseide, nämlich an dem Abend nach der Prophylaxe. Wenn man denkt, jetzt wird alles anders. Ja, jetzt macht man es halt. Habe ich noch nie gemacht. Nein? Nein. Wie, aber dieses Gebiss, wo haben Sie das dann? Es geht auch ohne Zahnseide. Ehrlich? Wahnsinn. Ja, schau ja, hier. Ja. Hier so drum, dass die Fingerkuppen ganz weiß absterben. Aha. Ja. Ja. Okay. Ist besonders produktiv, wenn man Spinat gegessen hat. Ja, zum Beispiel habe ich jetzt grün. Also so. Kann ich da rein? Ja? Okay. Sieht ja toll aus. Und das ist, wenn man. Also man braucht getrennte Badezimmer, wenn man in einer Partnerschaft lebt. Man kann, wenn man, dann ist man am Ende angekommen, wenn man abends mit seiner Frau da steht und dann federt da so ein Speiserest. Von der Seite da dran. Da stirbt sehr viel in einer Beziehung. Das sollte man anders lösen. Ja. Zahnseide machen Sie also zum Beispiel nicht? Nein, Zahnseide. Machen Sie Zungenbürste? Nein, auch nicht. Was machen Sie denn dann mit? Ich habe ja nur Zähne und nicht Zunge. Zeigen Sie mir mal Ihre Zähne. Die sind unglaublich gerade. Ja, aber Ihre auch? Machen Sie mal auf. Ich habe hier nämlich so einen Schiefstand. Ja. Und dahinter, da sammelt sich doch immer Kaffee. Da kann sich Kaffee sammeln, ja, ja. Da ist bei mir noch ein doppelter Espresso hinter. Da, also, Sie müssen hin und wieder mal, kann ich sehr empfehlen, also aus meiner sowjetischen Zeit, nehmen Sie mal einen Wodka spülen, hilft den Zähnen sehr. Ja, aber dem Rest schadet's. Das, ja, Zähne und Leber, muss man auch mal dran denken. Also mein Wodka ist dann immer das ist ja, ja so, die Zahnspülung. Das machen Sie schon auch, oder? Das mache ich hin und wieder. Wenn das Zähneputzen ausfällt, nimmt man sich so einen kurzen, einfach zwischendurch auf der Bahnhofstoilette. Da stehen die auch rum, ne? Ja. Soll ich? Ja, okay. Das ist nicht so angenehm, die von der Bahn. Aber so mach ich auch. Mhm. Das ist. Machen Sie Bleaching? Mhm. Da muss ich ja noch ein paar Reserven lassen. Das sieht hier ein bisschen. Sieht ein bisschen nach so Gesundheitsmagazin Praxis im NDR-Nachmittag. Ich wundere mich, was Sie für eine Sendung machen so mit Sie, ne? Zahnputzen. Ist da irgendwie, steht hier irgendwo Werbung drauf? Nee, war alles Nein. Ah.
Ich dachte, das ist jetzt. Wollen Sie für ein bestimmtes Produkt werben? Können Sie gerne. Ja, ich Wie heißt würde Ihre gerne Zahnpasta? Werben für die Linke am Sonntag beide Stimmen. Also. Ja, tolle Idee, ich weiß was. War jetzt nicht so der Kracher. Aber wenn Sie Zahnbürsten oder Zahnpasta, das wäre glaubwürdig, wenn Sie ja. das statt immer diese ewigen Kondome und diesen ganzen Kram, den keiner braucht. Wenn Sie das vielleicht Zahnbürsten verteilen würden. Gute Idee. Mit dem Gebiss können oder, Sie das. Oder rote Zahnpasta. Wir haben Sonnencreme, die ist nicht schlecht. Ah. Ja, ja. Schmiert man sich auch rein? Nee, mehr so auf die Haut. Ja. Der, wie geht das? Die Sonne scheint, der Himmel lacht, das hat die Linkspartei gemacht, steht da drauf. Sehr nett. Ja. Welcher Lichtschutzfaktor? Lichtschutzfaktor so wie unsere Prozentzahl am Wochenende. 10. Gut. Echt? Lichtschutzfaktor 10? Ja. Ich nehme immer 30. Ja. Aber jetzt machen Sie das keine nur, falschen. Nee, nee. Nein, 30 ist nur da, also in den östlichen Ländern nehmen wir auch 30. Ja, verstehe. Ja. Bei Herrn Pasteurs braucht er keinen, der ist schon so braun. Der war gut. Der war richtig schlecht, ne? Ja, eben. Boah, war der schlecht, Herr Bartsch. Ja. Ich habe mir ein paar Ihrer Wahlkampfveranstaltungen angeguckt und da ist mir etwas aufgefallen. Herr Bartsch tritt nicht alleine auf, sondern in einem Dreamteam. Sie haben eine Wunderwaffe, Sie haben einen Sidekick. Mhm. Knut Kurschewski. Och, den haben Sie, ja, war ich auch. Mhm. Das werden wir gleich mal in einem Video zeigen. Das ist der heimliche Star der Wahlkampfreden von Dietmar Bartsch. Achten Sie in dem nun folgenden Video genau auf den Mann neben Herrn Bartsch. Das ist das beste Publikum, das man haben kann. Der steht immer mit auf der Bühne. Und wenn Herr Bartsch einen Schlüsselbegriff nennt, nickt Herr Kuschewski immer Mindestlohn oder so. Und da weiß das Publikum, wie es sich zu verhalten hat. Und weil die Rede auch sehr lang dauert, ist der Kuschewski auch zwischendurch immer so ein bisschen abgelenkt. Es gibt auch mal was zu winken und so. Aber sobald er merkt, die sind so eingespielt, die beiden, dass der Herr Bartsch sich in seine Richtung wendet, sofort wieder da, nur Kuschewski und nickt. Schauen wir uns, ist für mich der Star in Ihrem Wahlkampf. Wir schauen uns das mal an. Das ist aber Thüringen, also. Ja, aber Thüringen ist die Welt. Wir schauen uns mal an. Wenn wir es schaffen, erstens unsere Erfolge in den Mittelpunkt zu stellen, und ich will mal zumindest einige nennen, denn wir können ja wirklich sagen, wir haben gesellschaftlich etwas bewegt. Nehmen wir das Thema Mindestlohn, ist heute hier schon angesprochen worden. Ich kann das Thema Praxisgebühr nennen, wo nur unser Druck dazu geführt hat, dass sie verändert worden ist. Und wir waren bei Mittelständlern nichts, null Fehlanzeige, was die Renten betrifft. Wie im Schützenverein. Du hast ja gesagt, ich bin Haushaltspolitiker. Der zweitgrößte, der endlich von diesem Planeten wirklich gebannt wird. Und einen ganz persönlichen Wunsch, das sage ich auch in Thüringen, bei der Bürgermeisterin in Neuhaus. Wir haben schon im Jahre 2001 einen Antrag im Deutschen Bundestag gestellt. Damals waren alle anderen Parteien noch strikt dagegen. Knut Kurschewski. Das ist ein tolles Prinzip. Und auch wenn Sie im Text nicht weiter wissen, also man kennt ja nicht überall den Namen der Bürgermeisterin und so weiter. Und dann einfach diese Bürgermeisterin, Frau Neuhaus. Ja, man braucht einen Kurschewski. Es kann heute nicht hier sein. Ich werde jetzt Ihr Knut Kurschewski sein. Ich werde es versuchen, denn dieses Prinzip hat mich überzeugt. Herr Bartsch, Sie können in diese wunderbare Kamera Nummer 2 dort jetzt eine flammende politische Rede von ca. 40 Sekunden halten, indem Sie alles unterbringen an Inhalten und so weiter. Und ich bin Kurschewski. Ja? Also, ich glaube, dass Sie viel besser sind noch mit Kurschewski an Ihrer Seite. Auf die Plätze, es geht los. Und ich bin Kurschewski. Also wenn Sie die Linke wählen, steht diese Partei im Deutschen Bundestag für die Angleichung der Lebensverhältnisse Ost-West. Wir wollen eine friedliche Außenpolitik. Wir wollen mehr soziale Gerechtigkeit, das Ende der Zweiklassenmedizin in Deutschland. Wir wollen, dass Deutschland nicht mehr der drittgrößte Waffenexporteur ist, sondern wollen. Das war. Waren die 40 Sekunden, ja? Oder soll ich? Ich mache auch gerne weiter. Also. Neuhaus. Ja, das ist eine der erfolgreichsten Gebiete der Linken, ist die Kommunalpolitik in Neuhaus, eine hauptamtliche Bürgermeisterin, bei der wir gestern waren. Wir waren in Hildburghausen bei Steffen Harzer, toller Mann, also Kommunalpolitik. Da wachsen wir, da werden wir stärker, da werden wir gebraucht und da werden die Voraussetzungen gelegt, dass wir Volkspartei in den neuen Ländern sind, dass wir in den alten Ländern uns auch entwickeln. Also. Knut Kurschewski!
Und ist das Kurzschäftsprinzip. Der ist toll. Wo haben Sie den her? Der Flammenzeug ist nicht schön. Ah, guter Mann. Der ist. Das ist der große Knut Kruschewski. Ja, ja, so einen braucht man im Showbusiness, der einem einfach sagt, wann es richtig ist, wann es lustig ist. Da ist ein Publikum irre drauf angewiesen. Ich habe diese ganze Show falsch konzipiert. Ich bräuchte einfach so einen Mann an meiner Seite. Fragen Sie ihn, der hört jetzt das Landesvorsitzende der Zeit auf. Vielleicht bald, hat er eine Zeit. Ja. Ja. Es gibt aber natürlich auch Probleme im Wahlkampf, Herr Bartsch. Nicht alle sind wie Knut Kruschewski. Nicht alle Zeitungen. Weiß ja nicht, wo sie überall waren. Nicht alle Zeitungen sind das neue Deutschland. Das stimmt. Problem für die Linke, die Bild-Zeitung. Da gibt es auf Seite 1, wo früher immer der Nackedei war, ist abgeschafft worden aus nicht nachvollziehbaren Gründen. Ja. Und da ist immer Verlierer und Gewinner des Tages. Ja. Und da hat der Spiegel mal nachgezählt, sitzen so Männer, die gerne im Keller sitzen, haben das im Spiegel nachgezählt. Und wir schauen mal, was da rausgekommen ist. Gewinner, Verlierer über die Jahre. FDP, die meisten Gewinner. Ja. Und die Linke, da sieht es ganz duster aus. Nur 2% Gewinner und irre oft verloren. Immer Verlierer des Tages. Und das ist ein wichtiges Instrument natürlich für die politische Stimmung im Land. Seite 1 der Bild-Zeitung. Da gucken schon ein paar Deutsche drüber. Ja. Da müssen wir was machen. Wer waren dann die zwei Gewinner? Das wird 2%. 2%, ach so. Ja. Ah ja. Ach, das also, ist eine. Ah. Ich schätze mal einmal irgendwie. Ja, ich wüsste es jetzt auch nicht. Vielleicht einer. Haben Sie einen Verdacht? Es endet ja dann immer, also es ist dann eine kurze Beschreibung, Begründung, warum Gewinner und Verlierer. Und da steht immer Bild meint, Doppelpunkt. Und einfach, um das einmal bringen zu können, frech wie Oscar, war vielleicht einmal Gewinner Lafontaine. Okay. Das ist ja immer dieses Kerning, Bild meint. Bild meint. Bild meint. Und wir rufen jetzt da an bei der Bild-Zeitung und werden uns beschweren. Ja. Sie haben jetzt hier die Chance, wir rufen in der Parlamentsredaktion an, bei dem Chefkorrespondenten Ralf Schuler. Ja. Da stelle ich Sie jetzt durch. Ja. Und da können Sie sich beschweren, dass das so nicht weitergeht. Sie brauchen mehr Gewinner. Mach ich. Ich zum Beispiel lese das jeden Tag und ich, mir würde, wenn da öfter mal... Alles klar. Ne? Verbinden Sie sich mit dem Schuler. So. Das wäre natürlich toll, wenn die Nummer stimmt. Oh. Richtig beschweren, ne? Nee. Wir wollen Gewinner. Bild meint hier. Schuler, Parlamentsbüro, Bild-Zeitung. Guten Tag, Dietmar Bartsch. Sie wissen, wer das ist? Habe ich schon mal gehört, den Namen. Was heißt, habe ich schon mal gehört? Herr Schuler, wir kennen uns. Wir haben ein kleines Problemchen. Und zwar habe ich hier in einer Sendung erfahren, dass bei der täglichen Rubrik Gewinner und Verlierer die Aufteilung bei den politischen Parteien sehr ungewöhnlich ist. Und dass die Linke nur 2% Gewinner hat. Und ich finde, dass Sie das bis Sonntag noch korrigieren sollten. Sprich, Sonnabend ein Gewinner und Sonntag. Ach nee, da kommt ja die BAMS. Aber zumindest Sonnabend. Das kann doch so nicht sein. Das ist doch eine Ungleichbehandlung. Sie wollen doch in der Bild alle Leser haben, oder? Das stimmt, aber 2% ist ja eigentlich auch nicht schlecht. Aber da verwechseln Sie mich jetzt. Also ich bin von der Linken, also es ist eine andere Partei mit den 2%. Also ganz klar und eindeutig, ich glaube, die FDP hatte 51% Gewinner und 51% haben die nicht. Also ich finde, das geht einfach so nicht weiter. Ich finde, dass Sie da aus Ihrem Parlamentsbüro mal mit dem großen Meister und Chefredakteur reden sollten oder mit dem, der den Titel macht. Weil das können wir nicht akzeptieren, denken Sie dran. Wir können bei den Prozenten auch noch mehr zulegen und Sie wissen, was dann passiert. Die Datenübertragungsrate, mit der Sie jetzt sprechen, ist ja beträchtlich. Also ja. Ich fürchte, wir werden dann noch ein paar Ausgaben drucken müssen von heute auf Sonntag, um das einigermaßen aufzuholen. Aber immerhin, auch als Verlierer ist man ja auf der Seite 1. Und da gilt auch das Motto, besser klein drin als groß draußen. Ja, das ist schon richtig. Man kann es ja auch umdrehen, die Zeitung. Das ist manchmal auch hilfreich. Aber trotzdem, also ich gehe schon mal davon aus, dass zumindest am Sonntag sie das nochmal gerade biegen, damit es von 2% wenigstens auf 5% geht. Und dass Sie das dann nach der Bundestagswahl wirklich mal zügig verändern. Weil, wie gesagt, es ist keine Gleichbehandlung der politischen Parteien. Und das müsste doch mal sein. Ich gebe Ihnen mal einen, der das genauso sieht, nämlich den Stuttgart-Barre. Ja, Sekunde. Büro Bartsch hier, Stuttgart-Barre. Hallo, Herr Schuler. Ach, der Büroleiter. Ja, der hat mich hier degradiert. Sie sind aufgestiegen. Er hat mir die Zähne geputzt. Aber das führt jetzt zu weit. Also, lieber Herr Schuler, wir müssen es, glaube ich, konstruktiv machen. Das bringt ja nichts, diese Fundamentalopposition. Einfach mal Vorschläge. Wir haben ja hier bei der Linkspartei einige Gewinner auch anzubieten. Bitte. Gysi. Zum Beispiel Gregor Gysi. Der ist gerade bester Rhetoriker. Der ist gerade bester Rhetoriker.
Deutschlands. Ja. Deutschlands. Bild mein Take It Geezy Textvorschlag. Ja. Ne? Noch ein? Haben wir noch einen Gewinner? Noch einen Gewinner? Ein R oder eine Sie? Eine Sie vielleicht auch. Eine Sie, na dann nehmen wir nochmal. Ja, das ist ja ein Hammer-Wortspiel. Also ich finde es immer wieder süß, wie sich Leute versuchen, in den Luxus Petra Pau, der Bildzeitung Vizepräsidentin des souveränen Leiters. Ja, und, aber ich darf, wir haben. Ich darf aber auch mal daran erinnern, dass wir beispielsweise in der Donnerstagausgabe ganz groß drinstehen haben, auf Seite 1, dass jeder Sechste einen Seitensprung mit Sarah Wagenknecht nicht will. Ich meine, das ist als Geschichte eigentlich okay, auch nicht. Okay, das stimmt. Dann machen Sie doch dann am Sechste Samstag Gewinnerin des Tages Sarah Wagenknecht. Zum Beispiel. Bild meint frech wie Oscar. Zum Beispiel. Oder Oscar für die beste Nebenrolle. Ich liebe immer so das Bild meint, Herr Schuler. Ja. Bild muss ja auch mal an die Zukunft denken. Er will an die Zukunft denken, sagt Herr Schuler, und er will auch in die In- und Out-Liste. Er will da ganz eingreifen. Er will den Springer Verlag gar nicht vergesellschaften? Wie bitte? Wollen Sie den gar nicht in Privateigentum überführen? Nee, wie heißt das Gegenteil? Enteignen? Enteignen? Nein, das erstmal wollen nicht. Erstmal nicht. Erstmal nicht. Erstmal nicht. Langsam. Also, erstmal nicht. Ich hätte noch einen Gewinner, Herr Schuler, dass wir das vielleicht für Samstag festklopfen, und zwar Knut Koschewski. Der ist aus Thüringen. Ach, der Knut Koschewski? Ja, der Knut Koschewski, der ist aus Thüringen und der hat nämlich was Tolles gemacht. Was denn? Der ist Landesvorsitzender und. Der ist Landesvorsitzender. Und stürzt jetzt die schwarz-rote Regierung gerade. Ja, jetzt ist. Der ist Landesvorsitzender und der kann so toll nicken und der hat so eine geile Brille. Und der unterstützt den Herrn Bartsch so. Und da würde ich sagen, Bild meint, Knut tut gut. Zum Beispiel. Ja. Ah. Knut Koschewski, also, können wir das festhalten für Samstag? Ich würde den Kollegen mal kurz googeln wollen. Ach, müssen Sie gar nicht, haben wir gemacht. Das ist alles wasserdicht. Ja, ja. Der existiert. Das klingt mir aber eigentlich eher nach einer Schlagzeile. Das ist doch, das ist doch verschenkt. Ja. Ich glaube auch, das ist Seite 1. Herr Schuler, das wird ein bisschen teuer, wir müssen Schluss machen. Danke Ihnen. Sehr gern. Also, Gewinner des Tages Knut Koschewski am Samstag, wir überprüfen das. Vielen Dank, Herr Schuler. Sehr gern. Schönen Abend noch. Tschüss. Danke, danke. Haben wir geschafft? Haben wir geschafft? So. Herr Barth. Jetzt auf den letzten Metern. Im Bundestagswahlkampf. Ja. Jetzt nützen ja Programme und so weiter nichts mehr. Nee. Jetzt sind die elementaren Stärken Bürger im Gespräch überzeugen, das genau. haben Sie selbst gesagt. Unsere größte Stärke ist das persönliche Gespräch, sei es im Verein, im Wartezimmer oder auf dem Spielplatz. Ja. Willkommen in meiner Sendung. Das ist exakt eine Mischung aus Verein, Wartezimmer und Spielplatz. Immer schon, besser kann man diese Sendung gar nicht beschreiben. Ja. Wir haben das also hier und wir werden jetzt zeigen, wie gut Sie im persönlichen Gespräch sind. Das ist nämlich eine ganz große Schwäche von mir. Ich bin irre schlecht im persönlichen Gespräch. Ja. Und insofern ein sehr dankbarer Gegner für Sie. Wir werden gegeneinander antreten. Im persönlichen Gespräch? Im persönlichen Gespräche-Battle. Ja. Okay. Sie werden zeigen, wie gut Sie das können. Wir brauchen dafür einen unbestechlichen Moderator, der uns durchs Spiel leiten wird. Hier kommt vom Spiegel Markus Feldenkirchen. Der wird uns da durchleiten, Herr Bartsch. Hallo Markus. Darüber, also. Kommen Sie doch bitte neben mich. Okay. Persönliche Gespräch. Herzlich willkommen. Mit dem Bürger. Meine persönlichen Damen und Herren. Gespräche. Benjamin von Stuttgart-Barre tritt nun gegen Dietmar Bartsch im persönliche Gespräch-Contest an. Wir haben vor der Sendung eine Zuschauerin ausgewählt, die uns bei diesem Zweikampf helfen wird. Bitte stehen Sie einmal kurz für uns auf. Rebecca. Darf ich Sie? Kommen Sie doch bitte runter. Habe ich ausgewählt. Herzlichen Applaus für Rebecca. Wunderbar. Kommen Sie mit, Rebecca. Wir haben für Sie diesen Platz reserviert. Ich darf Sie bitten, diese Kopfhörer aufzusetzen, weil worum es geht, bekommen Sie jetzt erstmal nicht mit. Okay. Wunderbar. Auch so tolle Zähne. Ja. Alle haben bessere Zähne wie ich. Ja, liebe Zweikämpfer, das Standardwerk zum Thema Menschen für sich gewinnen hat im Jahr 1936 Dale Carnegie geschrieben. How to win friends and influence people. Der Originaltitel liegt bei Ihnen unterm Kopfkissen, Herr Bartsch?
Nein. Okay, Sie können hier dann lernen. Dale Carnegie hat ein paar Regeln festgelegt, mit denen die Gesprächskompetenz jetzt von Stuckrad Barre und Herrn Bartsch, mit denen wir sie messen können und bewerten können. Wir spielen in zwei Runden die erste Runde der Smalltalk. Hier geht es um ganz harte, messbare Fakten. Stuckrad Barre und Bartsch, liebes Publikum, gehen jetzt nacheinander in eine Gesprächssituation mit unserer Probandin. Sie haben jeweils 60 Sekunden Zeit nacheinander. Und es kommt auf ein paar Regeln an, die Dale Carnegie uns dankenswerterweise überlassen hat. Regel Nummer 1. Erwähnen Sie den Namen Ihres Gegenübers so oft wie möglich. Wir zählen das mit. Regel Nummer 2. Rebecca war das, ja? Wollen Sie auch Notizen machen? Ja, muss ich mir merken, die Regel. Also Name, ja, schneller, Markus. Regel Nummer 2. Texten Sie Ihr Gegenüber nicht zu, sondern bringen Sie Ihr Gegenüber zum Sprechen. Auch da messen wir die Zeit. Und jetzt die Regel Nummer 3. Bestärken Sie den anderen in aufrichtiger Weise in seinem Selbstbewusstsein. Das heißt im Klartext Komplimente machen. Auch die zählen wir mit. Herr Bartsch, Sie haben notiert. Ich darf Sie nun hier rüber bitten. Ich dachte, ich kann als Zweiter. Nein, Sie fangen an. Sie können das ja, das ist Ihre große hier. Stärke. Ja. Rebecca weiß nicht, was auf Sie zukommt. Wir was nehmen ihr jetzt. Sie haben ja, 60 Sekunden Zeit und bitte die drei Regeln von Dale Carnegie beachten. Guten Tag, Rebecca. Guten Tag. Ich bin der Dietmar Bartsch. Ja. Gehen Sie wählen, Rebecca? Natürlich, ich habe schon gewählt. Sie haben schon gewählt, ja. Dann können Sie ja nicht noch mal wählen gehen. Ja, das stimmt. Ja, aber Sie haben sicherlich eine schlaue Wahl getroffen, Rebecca? Ja, ich hoffe. Ja? Ja? Was hat Sie denn dazu animiert, die Partei zu wählen, die Sie gewählt haben? Was hat mich dazu animiert? Ganz viel... Ist es also das Thema soziale Gerechtigkeit, Rebecca? Oh. Soziale Gerechtigkeit, Familienpolitik. Sehr gut. Also ehrlich gesagt bin ich auch ein bisschen nach Sympathie gegangen. Das finde ich ganz toll. Ja. Ja, das finde ich ganz toll. Also Sympathie, welchen Wahlkreis haben Sie denn gewählt? Wissen Sie das? Wustermark. Oder Wustermark, das ist ja Brandenburg. Ja, genau. Ah, ein guter Bereich. Oh, ja. Sehr schön. Ich glaube, da haben Sie eine kluge Wahl getroffen. Da haben Sie, ja. Wustermark, haben Sie eine tolle Kandidatin gehabt? Ich glaube, Sie haben eine gute Wahl getroffen. Ich bin ganz sicher. So wie Sie schauen. Und Sie werden ganz rot. Das ist doch sehr schön. Nein, Rebecca, wunderbar. Also ich glaube, das ist eine ganz tolle Entscheidung. Sie hätten noch, ich hab noch Zeit gehabt. Ja, also dann, nein, Rebecca hat auch eine Rolle gespielt. Da geht ihm die Puste hat aus. Auch noch eine Rolle. Das hab ich nicht gewusst. Das halte ich für schlagbar. Probier es aus. Also gerade auf der Zielgeraden hat Herr Bartsch dann geschwächelt. Gehandelt, ja. Aber irre plump auch gleich auf die eigenen Interessen. Herr Logo. Benjamin, so. Auch für dich 60 Sekunden, bitte ab jetzt. Guten Tag. Guten Tag. Rebecca, Siezen haben Sie gemacht. Ne? Gut sehen Sie aus heute, Rebecca. Dankeschön. Wo kommen Sie her? Ich komme aus Wustermark, aus Elztal. Das ist ein sehr schöner, toller Kreis. Da haben Sie einen guten Kreis. Da bin ich ja, da werden Sie ja ganz rot. Ja. Wenn Sie mich so anlächeln. Sie haben eine süße Jacke an. Dankeschön. Haben Sie mal, waren Sie schon mal im Fernsehen? Ja. In einer Gerichtssendung? Ja. Sie sehen so aus, als hätten Sie jemanden in eine Bauchgrube geschubst. Woran können Sie das sehen? Weil ich mich spiegel in Ihren hübschen Augen, Rebecca. Nein, Rebecca, wirklich Rebecca. Ich muss das sagen, Rebecca. Sie haben, Rebecca, soziale Gerechtigkeit. Hä? Das ist gut. Ah, ja, Rebecca, ja. Das haben Sie schön gesagt. Das war sehr klug von Ihnen. Und, was halten Sie denn von sozialer Gerechtigkeit? Ich bin absolut nicht dagegen. Das ist schon mal ein Anfang. Das ist so ein Gummiwort. Ne? Es ist so, ich meine, es ist ja nicht die Baugrube. Ja, das stimmt. Vielen Dank. Naja. Das mit Wustermark habe ich ihm nachgeplappert, aber. Naja. Jedenfalls hast du bis zum Schluss durchgehalten. Wir messen jetzt die das erste höre ich Runde. Öfter. Wir messen der 51. jetzt Sendung. Die
erste Runde unseres Smalltalks, und zwar nach den drei Carnegie-Regeln. Ich frage jetzt mal an die Regie, wer von den beiden, Bartsch oder Stuttgart-Barre, hat am häufigsten Rebeccas Namen genannt? Ich habe dann aufgeholt, weil es mir wieder eingefallen ist. Rebecca, Rebecca, Rebecca. Das hat auch gewirkt. 8-5 für Stuttgart-Barre in dieser Disziplin. Okay. Jetzt kommt die Disziplin, die Stuttgart-Barre immer besonders schwer fällt, der Gesprächsanteil des Gegenüber. Wie sah es dort aus, Regie? 28-16 für Dietmar Bartsch. Damit steht es 1-1. Die entscheidende Disziplin ist die dritte, die Anzahl der Komplimente. Liebe Regie, was haben wir da? 6-6, unentschieden. Das ist doch wunderbar. Wie Wustermark doppelt? War Wustermark ein Kompliment? Das weiß ich jetzt nicht. Sie können alles mit dem Arsch wieder einreißen, was Sie da eben aufgebaut liebe haben. Liebe Zuschauer, das waren die harten, messbaren Fakten. Aber jetzt kommt das, was natürlich wirklich zählt. Der Gesamteindruck von Rebecca. Sie wird nicht jetzt mitbekommen, was Sie beide als nächstes machen müssen. Ich möchte Sie bitten, nebeneinander Rebecca gegenüber Platz zu nehmen. Denn Dale Carnegie hat gesagt, eine weitere Regel von ihm: Lächeln Sie. Die Frage an Sie: Wer kann am schönsten lächeln? Überzeugen Sie Rebecca in 30 Sekunden. Wir fragen das am Ende ab. Es geht jetzt los. Achso, ich bin nicht Knut Kruschewski. Ohne Worte, bitte. Rebecca, nach einem Gleichstand in Runde 1 hängt jetzt alles von Ihnen ab. Die Frage an Sie: Wer von den beiden Ihnen gegenüber sitzenden Kandidaten war Ihnen sympathischer? Oh, weil. Das ist ganz schön schwer. Also jetzt nach der Lächelrunde. Ja, ist ja gut. Ja. Die Antwort war noch nicht eindeutig. Herr Bartsch. Herr Bartsch, damit haben wir einen Sieger. Mit den Zähnen, aber er hatte tolle Zähne. Ja. Er hatte tolle Zähne, du hast ne? Gelächelt. Du hast mich so angemacht. Aber ich war so zu auftrumpfen, ja, ne? Vielen Dank, Rebecca. Ja, ist ja gut jetzt. Ich noch einen Handkuss. Vielen Dank, Rebecca. Mann. Nee, wir stehen noch ein bisschen. Herr Bartsch, das haben Sie toll gemacht. Eindeutig eine große Stärke von Ihnen und von der Linkspartei. Das persönliche Gespräch. Und wir kommen jetzt zum Abschluss. Wenn wir jetzt einmal groß denken, links sein, ja, ist ideal. Großdenken ist gut. International für Gleichheit der Menschen eintreten. Es trifft sich, dass Sie Russisch können. Denn es gibt in Richtung der russischen Regierung da etwas zu tun. Ja. Dort. So gut kann ich nicht Russisch. Ich konnte mal. Wir werden Russisch. Es mal versuchen, Herr Bartsch. Also, okay. Es werden dort in jüngster Zeit immer schlimmer Homosexuelle verfolgt und drangsaliert, lieber Herr Bartsch. Ja. Und es wird Schwulenpropaganda, man weiß gar nicht, wo man die hinstanzen soll, da in diesem Wort,
die Anführungsstriche, Schwulenpropaganda verboten. Dagegen müssen wir ein Zeichen setzen. Denn wir sind eine homosexuelle, wunderbare Sendung. Wir haben hier das schwulste Lied der Welt, das wir wie alle Menschen mit Herz sehr lieben, YMCA. Und Sie können ja Russisch. Wir werden es jetzt auf Russisch übersetzen mit Ihrer Hilfe. Das ist wirklich zum Teil. Und dann gemeinsam singen als Signal an die russische Regierung. Nimm das, Wladimir, oder? Also, wenn wir vielleicht einfach nur mal den Refrain. It's fun to stay at the YMCA. Also, es macht Spaß zu übernachten im CVJM. Was heißt das auf Russisch? Ich schreibe es mir in Lautschrift dazu. Es macht Spaß. Ja, люблю, würde ich sagen, kann man, ja, könnte man sagen, wie, oder so. Wie? Ja, люблю, das heißt, ich mag, ich liebe. Ja, люблю. 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 Ja. Ja, люблю. Was? Ja, ja, люблю. Ja, heißt ich. Ich, also ja, ich люблю. Lieb. Und was? Zu stehen? Übernachten. Ja, люблю. Pere natschivatsch. Pere? Pere natschivatsch. 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 Ja, ja. Watsch. Nicht watch, watch. Im? Ja, люблю пере начивать. W. Watch. Im, also im heißt w, einfach w. Nur w. W. YMCA. YMCA. It's fun to stay, das ist ja dasselbe. Also, ja, люблю. Ja, люблю. Ja, люблю пере начивать. Пере. Начивать. Ja, люблю пере начивать. Natschivatsch. Natschivatsch. Kann er das Ja weglassen? Das ist vielleicht von Silben besser. Nur. Lüblü, Peri, Natschivatsch, YMCA. YMCA. Die haben da alles für junge Männer, um sich zu amüsieren. Da gibt es alles. Da gibt's tam, tam vsio jest lia malchiki, da malenki, nee, maladoy. Wir müssen mir mal ein bisschen helfen, wie die russische. Wir haben auch sehr viele russische Zuschauer hier. They have everything. Da, sie haben da alles, da gibt's alles. Всё есть там. Всё есть там. Всё. 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 Всё есть там. Есть там. Всё есть там für junge Männer. Для молодых. Для молодых. Для молодых. 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 Die schreiben das so komisch, da verstehe ich gar nichts mehr lesen. Das ist ja, es wird ja eigentlich kyrillisch geschrieben. Ja, ja, ich habe die Zeit nicht. Ich kann es natürlich, aber ich habe die Zeit nicht. Ja, maladür. Sie jetzt, Lia Maladür, sich zu amüsieren oder um es zu genießen. Spaß haben. Ja, genau. Das Statsch, na gut. Nastatsch, watsch. Oh Gott. Du kannst da rumhängen mit allen Jungs. Du можешь, du kannst da rumhängen. Ja, rumhängen. Haben Sie das nicht gelernt damals, das Wort? Im Studium lernt man das so als erstes. Gab es nicht, das war zu anderen Zeiten. Da war nichts mit rumhängen. Nee, da war, stimmt. Aber hängen. Wie можешь dir... Das improvisieren wir dann. Das improvisieren wir, ja. Herr Bartsch, wir tragen das jetzt als Zeichen der Völkerverständigung das hier können wir machen. Zum Publikum. Und ihr werdet es vor euch stellen. Ja. Es ist nicht gegen euch, nur für den Text, damit Herr Bartsch und ich das sehen und werden das gemeinsam jetzt singen. Englisch als Zeichen für gegen homosexuellen Hetze. Ja, Englisch. Zu den russischen Freunden. Englisch und ein bisschen dann Russisch. Ein bisschen Russisch. Okay. Gut. Wollen Sie, sind Sie mehr Typ Bauarbeiter oder mehr Typ Polizist? Können Sie auswählen. Ich glaube, die ist zu klein, sonst würde ich Polizist nehmen. Die passt wie angegossen. Ja, ja, super. Machen Sie mal nicht rum. Stehen die gut, die Mikrofone hier so? Ja? Okay. Es wäre natürlich schön, wenn ihr uns hier nicht alleine lasst, sondern alle aufsteht, ein Signal sendet nach Russland, dass Schluss sein soll mit Hetze gegen Homosexuelle. Wir werden zusammen das Lied abfeuern. Herr Bartsch, auf geht's. Kannst du das Mikrofon schön laut singen? There's no need to feel down, I said, young man. Take yourself off the ground, I said, young man. Cause you're in a new town, there's no need to be unhappy, young man. There's a place you can go, I said, young man.
man. When you're short on your dough, you can't stay here. And I'm sure you will find many ways to have a good time. Jetzt kommt's. Y'all will be you feathered out chimney. It's Father's Day at the YMCA. You can hang out with all the boys. It's fun to stay. YMCA. You can get yourself clean. You can have a good meal. You can do whatever you feel. YMCA. 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 Das war die Zuberwoche mit vielen großartigen Gästen und Bernd Lucke. Das war der großartige Dietmar Bartsch. Wir sehen uns wieder, wenn die Reste aufgepickt werden nach der Wahl am nächsten Donnerstag. Mit Heidi Simone ist ein Traumgast, um alles nachzubesprechen. Schlafen Sie gut und wir singen noch einmal gemeinsam. Yeah, finish out with that.